Hallo, liebe Bienenzuschauer und Zuschauerinnen, da seid ihr wieder. Ich bin auch da, sehr schön, und der Rico läuft da hinten auch irgendwo rum. Ja, heute will ich euch meine beste Königin zeigen. Leider nicht in ihrem eigentlichen Behäuschen, weil ich habe da, nachdem ich über die Zeit mehrere Ableger genommen habe, beim letzten Mal leider die Königin mitgekriegt. Und dann ist daraus ein Königin-Ableger geworden. Nicht schlimm, ich habe es rechtzeitig gemerkt, hatte dann die Hetze zurücksetzen können noch, aber habe gesagt, komm, ist egal, von dem eigentlichen Volk, die erste Frühtracht-Ernte war sowieso schon drin, ist wurscht. Dann können die sich eine neue nachziehen, passt schon. Haben sie auch schon. Dann können wir uns jetzt also heute die Königin angucken. Ihr werdet sie relativ schnell erkennen. Denn was ist mir passiert? Die Königin hatte ein rotes Rückenschild mit Farbe. Und diese Farbe hat sich einfach über den Winter früher jetzt abgerieben. Da war nur noch ein ganz bisschen rote Farbe zu sehen. Und das hat leider für meine Augen nicht mehr gereicht. Ich habe sowieso ein Problem, rote Farbe auf goldgelbem Hintergrund zu sehen. Also war eine schlechte Farbkombi. Aber ich habe sie jetzt einfach mal blau, knalleblau gezeichnet, damit ich sie schnell erkenne. Und deswegen werdet ihr sie auch schnell sehen. Und was ihr auch sehen werdet, ist, dass meine Bienen natürlich im Naturbau sich bewegen dürfen. Gerade im Brutraum, im Honigraum gebe ich Mittelwände, aber im Brutraum, da ist hier Naturbau angesagt. Aber seht selbst. So, hier haben wir das Volk Theodora. Auch eine Panika F1. Guck mal hier, die Spinne hier. Und noch eine hier. Und da sagt man mal, in der Spinne könnte ich springen. So, hier habe ich Honigraum drauf gegeben. Jetzt gucken wir uns. Hier benutze ich übrigens jetzt eine Gase. Das ist ein einzeichig geführtes Volk. Also das hier oben ist der erste Honigraum. Das ist eine Gase statt der Folie. Weil ich da gerade was ausprobiere und damit sehr zufrieden bin. Ich sage euch da später was zu, weil das ist jetzt gerade nur eine Beobachtung und ich will das nochmal überprüfen, ob das auch wirklich so ist. Aber es geht auch in Richtung Klima von Bienen. So, hier will ich mal kurz reingucken. Das Schöne ist, also ich habe seit ich nicht mehr die Hoffmann-Seitenteile nehme, sondern wieder mit Knöpfen arbeite, seitdem, Leute, ich bin sowas von zufrieden. So wenig Verkettung, einfach toll. Alter, die haben ja schon wieder richtig eingetragen, nee. Wow. Schon wieder richtig schwer. Ja, ordentlich Nektar drin. Den habe ich letzte Woche ausgeschleudert, den Honigraum. Aber sehr leckerer Honig dabei rausgekommen. Sehr leckerer Honig. Ja, ich merke schon, die tragen schon wieder ein. Oh ja. Oh ja. Alles klar, dann lasse ich das mal so, wie es ist. Ihr wisst ja, so wenig stören wie möglich. Ja, und seitdem ich das so nutze, habe ich auch absolut weniger Verkittung einfach, also erheblich weniger Erkittung, also Verkittung auch mit der Gase und so weiter. Ich bin also sehr zufrieden. 2, 4, 6, 8, 10. Ich bin manchmal ein bisschen irritiert, weil hier noch eine Lücke ist. Aber die Rähmchen hier, die Hoffmann-Rähmchen, wenn du hier 10 Stück reinmachst in dieser hier, das ist die Liebig Einfachbeute, heißt die, glaube ich, die 10er. Wenn du hier mit den Hoffmann-Seiten arbeitest, dann hast du hier tatsächlich, hast du fast ausgefüllt. Arbeitet man aber mit den Rähmchen, diese hier, mit dem 25 mm Oberträger und mit den Knöpfen, dann hast du genau von Mitte zu Mitte 35 mm Platz. Also so wie das Original im Bienenstock auch ist. Wenn man das macht, dann hat man die Situation, dass hier Platz entsteht. Also wenn ich könnte hier noch ein 11. Rähmchen reinhängen, allerdings ohne die Knöpfe. Ja, dann wäre hier am Rand nicht so viel Platz. Das würde gehen. Ich bleibe jetzt mal bei 10 und gucke immer so, dass das über dem Brutnest ist. Das ist im Augenblick so, dass so wie ich gerade verfahre. Gut, also hiermit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Muss mein Smoker
Also trage schon wieder ein, das ist sehr schön. Also wie ich schon sagte, hier mache ich die einzeilige Betriebsweise. Bin da bislang auch ganz cool mit, muss ich sagen. So, hier ist die Randwabe. Die werde ich jetzt allerdings wirklich auch mal in den Sand hängen. Das ist ja gar nicht grün, das ist ja gar keine. Das ist ein Ableger hier. So, hier wird schön gebaut. Baukette. Hier, Baukette. Sehr schön. Ich sehe Polleneintrag. Auch hier schöner Naturbau und heller Pollen. Guck mal, heller Pollen hier. Orange. Ich tippe darauf, es könnte Ginster sein. Ginster wäre jetzt eigentlich dran. Und hier ist die Königin, da. Die habe ich blau gezeichnet, weil die sehe ich besser. Die anderen Farben habe ich Probleme mit, die zu sehen. Ne? Aber da habt ihr die Königin. Ich muss mit den Farben mal ausprobieren. Ich habe da im Augenblick irgendwie ein Farbproblem und sehe die nicht immer so. Also sie sucht hier gerade Platz zum Stiften. Das ist sehr gut, dann lassen wir sie auch hier wieder zurück hier. So. Können wir mal die hier angucken. Das ist alles Naturbau. Oh, guck mal, schön, oder? Schaut mal. Wunderbarer Naturbau. Ganz toll. Also das gefällt mir. Das hat sie gut gemacht. Jawohl. Jawohl, sehr schön. Und auch bis unten hin bestiftet, sehe ich gerade. Sehr schön. Oh ja, damit bin ich auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Das Volk Theodora, da steht ihr gerade drauf. Da bin ich ja gerade durcheinander gekommen. So, auch hier. Ja, ganz toll. Überall da, wo was gestiftet ist, da ist auch gleich nachgestiftet, so wie ich das sehe. Jawohl, sehr gut. Ja, so ist das. Die hat nicht lange gefackelt, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Also mit dieser Linie, die ich hier letztes Jahr bekommen habe, das ist ein Karnika F1 sind das, von einer Mutter, zwei Königin übernommen. Von denen übernehme ich dieses Jahr die Ableger. Wirklich schön, also muss ich wirklich sagen. So, auch hier. Alles Naturbau, ne? Selber gebaut, selber gemacht, sozusagen handgedengelt. Wow, ja, wunderbar. Mit auch hier wieder bis zum Rand durchgestiftet. Sehr schön, prima. Also die legt richtig los hier, da bin ich sehr, sehr mit zufrieden. Na gut, ich baue wieder zusammen. Ah, ein ganz schöner Brummer, die Kleine, oder? Auf jeden Fall baut sie sich jetzt ihr neues Völkchen auf ganz neuem Waben, alles frisch. Das finde ich eigentlich auch sehr gut und in der Betriebsweise, die ich euch im Laufe diesen und nächsten Jahres auch zeige, werdet ihr auch sehen, wie das funktioniert. Ich habe an dem Stand speziell für euch, für die Videos, zwei Völker platziert mit einer Betriebsweise, die ich euch zeige, die ich sehr gut finde. Und zwei Völker habe ich euch da hingestellt mit der Betriebsweise zweizagig. Und wir haben dann noch anderthalb
zagige Völker. Also Deutschland mal anderthalb. Auch da gucken wir dann dementsprechend rein, so nach und nach. Gut, das nächste Video im Übrigen wird mal ein Video ohne Bienen. Dafür wieder mit was zum selber nachbauen. Nämlich die Bienenkiste Mini. Bienenkiste Mini, das seht ihr im nächsten Video. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, wisst ihr ja, ne? Daumen hoch, Glocke aktivieren und abonnieren und ja, was alles dazu gehört. Also wünsche euch noch was, seid nett zueinander und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Lieben.